Möglichkeit nochmal einen Riesenapplaus. Ich habe gesagt, Riesenapplaus und kein Mitleid. Ich brauche keinen Plan zu haben, um meinen Weg zu erkennen. Ich weiß die allerschönsten Teile. Ja, da kann man nur stolz sein als Präsident, wenn man so eine Garde hat. Von ganz kleinen bis zu den großen, die ihr hier auf der Bühne seht, ist natürlich nicht alt. Ja, liebe Finja, lieber Jaden, herzlich willkommen bei der KG Weiß Grün Hoag. Wir freuen uns riesig erstmal auf euch, dass ihr heute da seid und natürlich auch auf die kommende Session mit euch. Seid ihr ein bisschen aufgeregt? Ja. Nehmt mal das Mikrofon, kannst du dann auch den Jaden. Ist das euer erstes Song? Hi, ich bin Jaden, bin 11 Jahre alt, gehe auch in die 5. Klasse der Friedrich-Ebert-Realschule. Mein Hobby ist Fußball und ich freue mich auf die weitere Zeit, die kommt. Begleitet werden wir heute von Nicole, Ina und Gabi. Wir haben noch etwas mitgebracht, und zwar die Kinder- und Juniorengarde der großen Osterfelder Karnevalsgesellschaft, die uns in diesem Jahr als Kinderprinzengarde begleiten wird. Und zusammen haben wir das. Zusammen haben wir das. Alkohol ausgeschenkt wird an Jugendliche, dann kriege ich einen raus. Hallo Ludger. Ja, zum Wohl. Lasst euch schmecken. Habt ihr euch verdient. Ja. Ich hoffe, es schmeckt euch. Die Zugabe, die ist nochmal richtig hart, habe ich gerade gehört. Wenn du mitmachen möchtest, Jörg, dann ist jetzt Zeit, weil du weißt genau, ich kann das da oben auch noch bedienen. Du weißt, ich habe Hüfte, Rücken und Fuß. Ja, sonst könntest du auch nicht gehen oder stehen, du Pappnase. Richtig. Schmeckt, ne? Ja, komm, trink langsam. Können wir aber drin lassen. Gibst du ein halbes Bier zurück? Danny, den musst du beim nächsten Training richtig dran nehmen. Der gibt ein halbes Bier zurück. Das war für mich. Okay. Dann warten wir auf eure Zugabe. Unsere beste Zeit hat gerade erst begonnen. Wir machen's nochmal. Machen's einfach nochmal. Ja, herzlich willkommen, Prinz Hans-Dieter, aber eigentlich Hansi der Erste, ne? Und der Erste ist auch nicht ganz richtig, das ist der Erste, wie viel Mal? Erzähl. Nein, ich mache es jetzt zum dritten Mal für die Karnevalsgemeinschaft Dampf drauf. Und ich mache das ja auch gerne, weil ich bin halt Karnevalist und ich möchte auch da einen kleinen Beitrag zugeben. Sehr schön, ja. Deswegen auch das Einmarschlied, ne? Komm, wir machen es nochmal. Ja, genau. Ja, dann würde ich sagen, stellt erstmal dein Team vor, damit wir auch wissen, mit wem wir was zu tun haben.
Ja, also erstmal möchte ich mich recht herzlich bedanken für diese Einladung, bevor ich mein Team vorstelle. Dann komme ich auch direkt dazu, mein Team vorzustellen. Einmal zu meiner Linken, mein Bauer Peter. Dann zu meiner Rechten, meine Jungfrau Resi. Dann habe ich auch drei reizende Pagen eigentlich. Die eine ist in Urlaub. Das ist die Simone Schumacher. Ich meine, bei dem Wetter hätte ich gar nicht fahren brauchen, hätte ich auch hier bleiben können. Ne? Hätte sich da Geld sparen können. Wo sind Sie denn? Bitte? In Holland, ist nicht weit weg. Ja, irgendwo reicht das Geld nicht mehr zum Fliegen. So. Ja, und dann habe ich zu meiner Rechten die Petra. Ja, und zu meiner Linken meine bessere Hälfte, die Graziella. Ich bin so froh, dass ihr noch